Der erbitterte Kampf um die ukrainische Schlangeninsel geht offenbar weiter. Dieses Video soll zeigen, wie russische Kampfflugzeuge die Insel mit Phosphorbomben angreifen. Diese Waffen sind eigentlich verboten. Veröffentlicht wurden die Bilder vom Generalstabschef der Ukraine, Valeri Saluzhny. Bei Telegram erklärt er, dass zwei russische Kampfflugzeuge von einem Stützpunkt auf der Krim gestartet seien und am Freitagabend Ziele auf der Insel angegriffen hätten. Die Schlangeninsel vor der ukrainischen Schwarzmeerküste ist nur 660 x 660 Meter groß. Trotzdem gilt sie als strategisch wichtiger Posten zur Überwachung der Seewege im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres. Russisches Kriegsschiff Fick dich hatten ukrainische Soldaten am ersten Kriegstag von dem Eiland gefunkt, als Putins Flaggschiff Moskwa sie zum Aufgeben bewegen wollte. Seitdem ist die Insel legendär, sie ziert sogar eine ukrainische Briefmarke. Trotz heftigen Widerstands besetzten russische Truppen die Insel in den ersten Tagen des Angriffskrieges und hielten sie 4 Monate besetzt. Sie versuchten sogar, Raketen und Luftabwehrsysteme zu installieren. Am Donnerstag wurden die Invasoren dann von den Ukrainern vertrieben, wie Präsident Selenskyj erklärte. Es sei ein wichtiger militärischer Sieg seiner Truppen. Moskau dagegen spricht von einem Rückzug als Geste des guten Willens. Doch die hält offenbar nicht lange an, wie diese Bilder zeigen. Das von den ukrainischen Streitkräften veröffentlichte Video kann nicht unabhängig geprüft werden. Moskau schweigt unterdessen zu dem Vorfall.